Wer mir noch einmal dazwischen redet, der kriegt ein paar Watschen, dass das Haus kracht. Im weißen Rössel am Wolkensee, da steht das Glück vor der Tür. Sissi! Hallo zusammen, ich bin Susanne Kunz, früher Fernsehmoderatorin und Schauspielerin, jetzt nur noch Schauspielerin. Und ich spiele die Josefa, die Wirtin in der Operette «Das weiße Rössel» oder «Im weißen Rössel». Genau. So, und jetzt stelle ich meine Bedingungen. Römisch 1a, der Siedler muss aus dem Haus hinsetzen. Ich sitze ja schon. Der Kaiser kommt ins Zimmer vom Dr. Siedler, ins Balkonzimmer Nummer 4. Ja, aber wieso denn Sie müssen ja auch nicht. Meine Beziehung zu Operetten hat eigentlich in der Kindheit angefangen. Ich habe My Fair Lady gehört und gesehen, ich glaube, das Grenchen im Parktheater. Und ich war einfach fasziniert von diesem Genre und auch von diesen schönen Liedern. Und später haben wir in der SEC mit meinem Lieblingslehrer haben wir auch eine Operette gemacht. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert. Aber ich habe immer auch gewusst, dass es sehr schwierig ist zum Singen. Das ist etwas Schwieriges. Es ist recht, es geht auf und ab und hinger und vorne und zurück, so wie ein Kolibri fliegt. So muss man singen, nicht mehr in der Sopranstimme. Und da hatte ich immer auch sehr Respekt gehabt, das hat mich immer sehr fasziniert. Es richtet seinen Lauf, dann hört es nicht mehr auf. Also die Rolle von Josefa habe ich so versucht zu gestalten, dass ich einfach mal geschaut habe, was ist überhaupt ihre Entwicklung, was macht sie da überhaupt durch. Und habe es schon spannend gefunden, dass das so eine ist, die wettert und die muss den Laden im Griff haben und die steht breitbeinig da und die ruft da aus, wenn es ihr nicht passt. Und was eben für mich spannend ist, dass sie gegen Schluss eigentlich mehr und mehr die harte Schale verliert und dass es aufbricht und dass eigentlich ihre grosse Sehnsucht nach der grossen Liebe mehr und mehr zu sehen ist. Was mir auch geholfen hat, ist der Dialekt. Das macht etwas mit einem, wenn man so versucht, zu Österreichern irgendwie eine Dialektfärbung drin zu haben. Und das Dirndl. Ich habe jetzt persönlich mit dem Dirndl herzlich wenig zu tun. Und das war spannend, die Annäherung mit diesem Kostümteil. Frau Maria Gabriela Josefa Vogelhuber, gebürtige Steinlechner, die Wirtin vom Weißen Rössel. Oh, nichts Schöneres mir denken, als dir mein Herz zu schenken. Meine grösste Herausforderung war tatsächlich, dass es eher hoch ist, dass die Josefa eigentlich ein Sopran ist und ich bin auch Mezzo. Und das ist für mich also die klassische, die lyrische Art zu singen, versuchen mir ein bisschen anzuzeigen. Das war schon die grösste Herausforderung, muss ich schon sagen. Es ist wirklich schwer, Operette zu singen. Und ich habe nicht so einen grossen Part, aber das hat mich schon gut herausgefordert. Ja. Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Der Sigi ist nun mal ein süßer Kavalier. Vom Fernsehen zum Schauspiel. Nein, umgekehrt. No, nein, stopp. Also vom Fernsehen zum Schauspiel, das ist halt das, was man gemeinhin weiss, gegen aussen, weil das Fernsehen so eine richtige, grosse Verdrängung hatte und ich jeden Montag auf dem Schirm war, seit fast 20 Jahren wahrscheinlich, aber eigentlich immer Theater gespielt. Und das Fernsehen ist jetzt sowieso etwas, das ich ein bisschen abgeschüttelt habe, für das ich mich mehr im Theater widmen kann. Und das ist jetzt für mich extrem schön. Es bringt eine grosse Veränderung mit sich und sehr, sehr viel Freude. Mein Liebeslied muss ein Walzer sein, der süß berauscht wie Champagnerwein. Außerdem kümmere ich mich um die Kurgäste und bin die Präsidentin des Jungfrauenvereins. Also ich habe weitere Projekte. Ich bin jetzt schon wieder am Probentag über. Am Abend spiele ich zu Rössl, am Tag spiele ich «Und wer nimmt den Hund?». Das ist eine Komödie, die am Hechtplatz läuft, ab dem 17. Januar mit der Spielbude 29. Das ist, dort spiele ich eine Paartherapeutin. Da geht es natürlich darum, wer nimmt den Hund. Also es geht um das Aufschlüsseln von der Habseligkeiten, wenn man sich trennt. Das ist eine sehr lustige Komödie. Das bin ich jetzt gerade am Proben. Und im Frühling geht es dann weiter mit einem Projekt im Kleintheater Luzern und ich bin im Diskutieren für Sachen im Sommer und so. Also ja, es ist etwas im Tun. Ich habe sehr freut. Herr Direktor, ich hätte da ein ausgezeichnetes Zimmer mit Balkon für Sie. Ist der Zauber der Saison. Bitte schön, einmal Paprika fett. Dort die Ruhe, die mir gefällt. Auf mein geliebtes Balkonzimmer. Im weißen Rössel am Wolfgangsee. Nanu? Ein ganz neues Gesicht? Nein, das habe ich schon seit meiner Geburt.